Hallo zusammen und herzlich willkommen zum letzten Zelda-Tagebucheintrag. Dicke Spoilerwarnung, denn heute geht es um das Ende des Spiels. Also wir reden über den letzten Endboss und alles, was dazugehört. Also falls ihr das Ende des Spiels noch nicht gesehen habt, schaltet das Video besser jetzt ab, außer euch sind Spoiler egal. Gut, fangen wir an. Zunächst einmal muss ich sagen, dass mir der Weg zu Ganon wirklich sehr gut gefallen hat. Schloss Hyrule war ein cooles Gebiet, es hat sich eben wirklich angefühlt wie ein eigenes Gebiet, wo es eben nicht nur jede Menge Wächter und fordernde Gegner gab, sondern auch sehr viele Schätze gab es zu finden und das fand ich sehr cool. Es gab ja sogar Crocs, die man finden konnte. Also alles in allem hat mir das Gebiet sehr gut gefallen. Ich fand es sehr cool, dass man seinen Weg auch eben erstmal finden musste, gerade dadurch, dass da eben überall, naja, dieser Glibber, das Glibberzeugs ist. Ich habe zwei Bezeichnungen dafür. Eine ist jugendfreundlich, die heißt Rotes Fason, weil es mich eben an das Fason aus Metroid Prime erinnert. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einen nicht jugendfreundlichen Begriff und der hat sich bei mir so ein bisschen durchgesetzt, weil er halt, naja, ich finde ihn lustig. Ich nenne das Zeug nämlich, ich nenne es Ganon Sperma. Und da Ganon eben im Schloss wirklich ordentlich rumgewichst hat, muss man eben erstmal gucken, okay, wie komme ich denn jetzt überhaupt zu Ganon? Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es auch sehr cool, dass ich auf dem Weg zwei Leuen bekämpfen musste. Denen bin ich bislang auf der Oberwelt immer aus dem Weg gegangen, weil sie eben wirklich fordernde Gegner sind. Aber hier hatte ich eben keine Wahl und musste mich ihnen stellen. Und die Kämpfe gegen sie waren cool und fordernd und haben Bock gemacht. Und ich habe sie eben nur geschafft, weil ich geschickt ausgewichen bin. Und ja, alles in allem war der Weg zu Ganon einfach richtig geil und hat mir Bock gemacht. Es gab auch genug Situationen, wo ich mich schon wieder wie ein Badass fühlen konnte, weil ich irgendwelche Wächter aus der Luft abgeschossen habe. Ich meine, die Wächter sind halt mit den antiken Pfeilen keine große Herausforderung und ich hatte mir extra viele von den antiken Pfeilen gemacht und dass das sehr dazu beigetragen hat, dass das Ganze für mich schaffbar war. Dazu kommen wir gleich. Denn dann bin ich in den Thronsaal gegangen, zu Ganon, war ready für den letzten Endboss und ich war wirklich mental darauf vorbereitet, alles klar. Jetzt kommt er. Der große finale Kampf. Das wird jetzt nochmal richtig herausfordernd. Und ich fand auch alles von der Inszenierung her direkt am Anfang super geil. Ich fand es ein bisschen schade, dass man da im Fallen nicht direkt einfach schon mal gegen ihn gekämpft hat. So ein bisschen wie bei Metroid Prime 3, wo man im Fallen gegen Ridley gekämpft hat. Sowas hätte ich mir hier gewünscht, so als erste Phase. Das wäre irgendwie verdammt cool gewesen. Aber so landet man eben in einem Bossraum und kämpft da gegen ihn. Das kann ja auch schön sein. Dann haben erstmal die Titanen quasi schon mal die Hälfte meiner Arbeit erledigt und die Hälfte seiner Energie abgezogen. Und ich dachte mir so, okay, ist kein Problem. Das wird wahrscheinlich so sein, ich meine, das ist ja die Hauptquest, die man eigentlich machen sollte, bevor man sich Ganon stellt. Das wird ja wahrscheinlich jetzt so sein, dass dieses Abziehen der Hälfte der Energie den Boss für Normalsterbliche erst schaffbar macht. Also das wird jetzt wahrscheinlich kein Dark Souls-mäßiger Boss sein, wo man dran verzweifelt erstmal, aber es wird auf jeden Fall weiterhin fordernd sein. Und dann ging der Kampf los und ich kommentiere den Kampf jetzt einfach mal in seiner vollen Länge, denn naja, ihr werdet sehen, so lang war es jetzt letztlich nicht. Ich hatte eben noch ganz viele von den antiken Pfeilen, 11 Stück. Also dachte ich mir, fange ich einfach mal damit an, ihm ein paar von denen in die Fresse zu jagen. Und so habe ich das dann gemacht. Ein Pfeil nach dem anderen, schön in die Fresse. Hier und da, muss ich zugeben, hat mir der Goronenschutz mal den Arsch gerettet. Aber ihr seht, ich mache dem halt echt ordentlich Schaden mit den Pfeilen und kann ihm halt einfach einen Pfeil nach dem anderen in die Fresse jagen, ohne große Gegenwehr. Und ehe ich mich versehen hatte, nach, was waren das jetzt, 30 Sekunden, war die erste Phase geschafft. Das war's, das war die erste Phase. Aber jetzt wird es sicherlich fordernder werden und ich sehe direkt am Anfang, alles klar, meine Pfeile wirken nicht mehr. Jetzt muss ich auf jeden Fall aufpassen. Jetzt wird es wirklich herausfordernd. Und dann bin ich auch direkt erstmal hier dämlicherweise erwischt worden, beziehungsweise ich bin einfach wie ein Trottel ins Feuer geraten und das bereue ich nachher, denn sonst könnte ich gleich etwas ganz anderes behaupten. Ihr werdet es gleich sehen, was ich behaupten könnte. Jetzt hat mir, muss ich zugeben, der Goronenschutz wirklich extrem den Arsch gerettet, weil er eben dafür gesorgt hat, dass das Ding zurückgeschlagen wurde. Und ihr sofort begriffen habt, alles klar, ich kann diese Attacken zurückschlagen, dann wird sein Schild gebrochen, er fliegt auf die Fresse und ich kann hinlaufen und ihm ein Masterschwert treffen. Das Ding ist nur, ich habe dieses Zurückwerfen von Angriffen das ganze Spiel über nicht gemacht. Ich habe es trotzdem auf Anhieb hingeschafft, weil es einfach super offensichtlich war, wann man das machen musste, wann man A drücken muss, um das zurückzuschlagen. Und dann läufst du halt hin, haust ihm ein Masterschwert auf die Fresse. Und dachte mir so, okay, vielleicht war das Anfängerglück, vielleicht habe ich das gerade einfach nur auf gut Glück, auf Anhieb geschafft. Es wird jetzt, oh, ich habe es schon wieder geschafft. Alles klar, okay, wieder hingelaufen, ordentlich auf die Fresse gegeben und dann hat Ganon auch nur noch einen Hauch von Energie. Aller guten Dinge sind drei. Kriege ich das jetzt noch ein drittes Mal hin, das Ding zurückzuwerfen? Na? Ratet mal. Ja, natürlich. Das war's. Boss besiegt.
wäre ich nicht ins Feuer geraten ohne Energieabzug in unter 2 Minuten. Null Herausforderung. Das war ein schlechter Witz. Was zur Hölle war das denn bitte? Was zur Hölle war das? Das kann doch nicht euer Ernst sein, Nintendo. Ich muss zugeben, im ersten Moment habe ich mich an dieser Stelle natürlich wie der größte Badass gefühlt, weil ich den großen, bedrohlichen Ganon abgefertigt habe wie eine Fliege, ihn einfach an die Wand gedrückt habe und zermatscht. Aber das ist der letzte Endgegner. Sollte der nicht ein bisschen herausfordernd sein? Egal, ob man jetzt antike Pfeile dabei hat oder nicht. Ich meine, Nintendo musste doch wissen, dass man da theoretisch ganz viele antike Pfeile dabei haben kann und ihn einfach zerficken kann. Warum haben sie es nicht einfach gemacht, dass die antiken Pfeile gegen ihn machtlos sind und man wirklich mit dem Master Schwert kämpfen muss? Ich raff's nicht. Was war das bitte für ein Witz? Das war der große, bedrohliche Ganon, der 100 Jahre lang ganz Hyrule tyrannisiert hat. Dieser Haufen Elend. Aber dann war ich doch kurz beruhigt, weil ich gemerkt habe, oh, es geht ja doch noch weiter. Es gibt noch eine weitere Phase. Und ich dachte, vielleicht wird die jetzt schwer. Für alle, die diese Phase gemacht haben, ihr wisst bereits. Eigentlich war Ganon in dieser Phase nur da und hat Pfeile gefressen. Er hat nichts gemacht. Er hat einmal einen mächtig wirkenden Angriff losgelassen und verfehlt. Das war's. Ansonsten keine Gegenwehr, wirklich buchstäblich nichts. Er war einfach nur da und hat sich mit Pfeilen abtreffen lassen. Das war der letzte Endgegner des Spiels. Und ich habe schon online in Kommentaren unter anderen Videos gesehen, dass manche Leute gesagt haben, hey, ja, ich verstehe gar nicht, was die Leute für ein Problem haben. Die Phase sollte man halt eher so als interaktive Cutscene ansehen. Und die Herausforderung war halt der erste Teil des die Herausforderung. Ja, ihr habt es ja gesehen. Das war ja wirklich eine Herausforderung für mich. Da bin ich aber übelst in Schwitzen geraten. Da hat Nintendo mir aber wirklich nochmal alles abverlangt. Es tut mir wirklich in der Seele weh, dass ich über den Abschluss und den letzten Endgegner jetzt so negativ reden muss. Aber Was soll ich da beschönigen? Ihr habt's gesehen. Das war mein erster Anlauf. Ich war nicht mal voll aufgerüstet. Und einfach nur, weil ich ein paar antike Pfeile dabei hatte. Aber ich meine, selbst die zweite Phase ohne antike Pfeile war ein Witz. Da kann man nichts schönreden. Das war ein fucking Scherz. Und das fuckt mich ab. Und es ist einfach schade, dass mich dieses Ende nach diesem großartigen Erlebnis, das Breath of the Wild insgesamt halt war, derart ernüchtert und enttäuscht hat. Aber das war halt nichts. Und über den Story-Aspekt des Endes möchte ich an dieser Stelle noch nicht groß reden, denn ich habe da ein gesondertes Video schon vor der Mega-Review, wo ich, und da wird mein Problem schon ganz gut deutlich, wo ich darüber reden möchte, warum Link als Hülle für den Spieler für mich auch in Breath of the Wild einfach nicht mehr funktioniert. Und ich muss mich gerade echt zurückhalten, nicht schon darüber zu reden, warum mir das gerade das Ende des Spiels kaputt gemacht hat. Wirklich sehr schade. Und ich sehe schon kommen, dass sich in den Kommentaren jetzt wieder einige aufregen, weil ich hier so negativ über dieses Spiel rede gerade. Aber was soll ich sagen? Ich habe ja schon gesagt, das Spiel an für sich war großartig. Und ich glaube, wie großartig ich es finde, wird anhand dieses Tagebuchs nicht wirklich deutlich. Denn die Mainquest ist nicht unbedingt die Hauptattraktion des Spiels. Entsprechend war die jetzt auch nicht so geil. Da gab es bei anderen Zeldas definitiv mehr und bessere Sachen. Und das ist für mich auch definitiv ein Kritikpunkt an diesem Spiel. Aber die große offene Spielwelt, die wirklich mit viel Liebe und mit so vielen Details gespickt ist, die macht das eben größtenteils wieder wett und sorgt dafür, dass Breath of the Wild alles in allem, wie gesagt, ein großartiges und fantastisches Spiel ist. Versteht mich nicht falsch. Aber dieses Ende, da kann ich nicht viel groß positiv drüber sagen. Ihr habt es ja gesehen. Also ich meine, könnt ihr diesen Kampf, den ich da gehabt habe, schönreden? Hat das so gewirkt, als ob das herausfordernd für mich gewesen wäre? Wohl nicht, oder? Und mich würde jetzt wirklich interessieren, wie war es bei euch? War das für euch ein herausfordernder Kampf, weil ihr vielleicht die antiken Pfeile nicht hattet oder einfach nicht eingesetzt habt? Und bevor jetzt irgendjemand sagt, ja, du hättest die Pfeile ja nicht einsetzen müssen, ja, aber warum sollte ich sie denn nicht einsetzen? Warum muss ich mir denn einen Boss selber schwer machen? Warum muss ich denn dafür sorgen, dass ein Boss herausfordernd ist, bloß weil ich etwas, das ich ohne Probleme hätte machen können und in diesem Fall gemacht habe? Warum soll ich das denn nicht machen? Ich brauche die antiken Pfeile nicht mehr. Es ist der letzte Boss. Warum soll ich dem nicht alles entgegenwerfen, was ich habe? Warum soll der da nicht trotzdem herausfordernd sein?
Ich verstehe es nicht. Also wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euer Erlebnis war mit Gennen und dem Schloss allgemein. Das Schloss fand ich ja wie gesagt geil, aber war Gennen für euch eine Herausforderung oder nicht? Würde mich wirklich sehr interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Und damit ich jetzt mit positiven Worten dieses Tagebuch abschließen kann, kann ich nur noch einmal betonen, für alle, die das gerade in den falschen Hals bekommen, insgesamt war Breath of the Wild ein verdammt geiles Spiel. Ich hab's geliebt. Von Anfang bis Ende kann ich jetzt allerdings nicht mehr behaupten. Es war mehr von kurz nach Anfang bis kurz vor Ende, sagen wir es mal so. Aber der Großteil des Spiels war eben trotzdem auf jeden Fall großartig. Und das lasse ich mir von diesem ernüchternden Ende jetzt auch nicht kaputt machen oder nehmen. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns gleich um 20 Uhr bei Mario Kart. Für alle, die eventuell erst später dieses Video sehen, ich denke mal, wir werden so bis 22 Uhr, vielleicht halb elf streamen. Also bis dahin habt ihr noch Zeit vorbeizukommen und rein zu joinen und mit mir Mario Kart zu spielen, wenn ihr Bock habt. Also dann, wir sehen uns hoffentlich gleich auf der Piste. Ansonsten am Dienstag hoffentlich mit dem nächsten Video, eben dem zweiten Teil der Mega-Review zu Metroid Prime. Und ihr wisst Bescheid, sobald die abgeschlossen ist, geht dann die Mega-Review zu Breath of the Wild los. Und dann werde ich mir das ganze Spiel nochmal ganz genau im Detail anschauen. Und dann wird es auch die finale Bewertung geben. Und bis dahin, fragt mich bitte nicht, ob das mein liebstes Zelda ist oder sowas in die Richtung, weil ich kann es einfach noch nicht genau sagen. Das werde ich dann nach der Mega-Review beantworten können. Gut, das war's von meiner Seite. Macht's gut. Bis bald. Euer Martin.